Schön. Hätten wir auch gleich wieder ein bisschen Holz gefarmt. Vielleicht wollen wir ja diese ganze Zeit nicht mehr abholzen hier. Warum habe ich. Achso, das habe ich ja glaube ich jetzt auch mal ein bisschen gemacht, weil ich dachte, ich habe mein Holz nicht gefunden. Auch. Ich habe es doch wieder gefunden. Können wir das hier bitte uns darauf einigen, dass hier kein Laub mehr hängt? Überall. Gottes Willen. Ich glaube, wir sind oben. Das ist hoch. Nö, ja, was? Ach, gut, ey. Das ist schon gewaltig. Das ist der Hammer. Das kann ich in diesem Berg hier aber relativ gut anschließen, denke ich mal. Oh, das ist auch ein sehr großer Baum. So, ich sammle noch eine Setzlinge auf und danach gehe ich unten direkt ins Bett rein. So. Und im Endeffekt wird's. Denke ich in erster Linie sehr episch aussehen am Ende. Und vermutlich werde ich jetzt in erster Linie mal schauen, dass ich die rechte Seite hinbekomme. Dafür werde ich mir mein Bett aber definitiv mit hochnehmen. Damit ich da unterwegs hoch und schlafen kann, ja nicht. Weiter. So. Steinbäume nachher noch. Müsste man den ganzen Dirt wegbringen. Also ich bezweifle, dass uns diese Kiste Dirt reicht. Aber andererseits bauen wir durch das ganze Arbeiten hier unten hier reihenweise Dirt. Unter anderem mit ab und natürlich auch Stein. Und dementsprechend ist es vielleicht auch gut im Bereich des Möglichen, dass wir da sogar noch Ressourcen bei gewinnen. Mal davon abgesehen, dass der ganze Wald hier weg muss.
Was natürlich schon auch ein bisschen schade ist für den Wald. Also hier sieht man immer wieder diese tolle, wie wunderschön praktisch so eine Random-Kiste hat. Sag ich jetzt mal. Da kann jetzt unter anderem das runterschmelzen, auch gleich mal Stack Eisen drinnen. Dann haben wir auch wieder mehr Stein für die Random-Kiste. Spitzhacken haben wir genug erstmal. 3, 4, 5, 6, 7. 1 und 3, 4, 6 gehen noch. Das ist im Inventar voll. Wobei, ein Stack geht noch. Nicht gehört. Und jetzt gehen wir aber hoch. Habe ich zwei Fackeln vergessen. Okay, ich glaube, ich gehe einfach die ganze Zeit hin und her. Das hier so schneller? Ja, so treffe ich ihn ein bisschen schneller. Ich mach's. Echt jetzt? Das ist echt hart langweilig so. Ich will nicht immer runterfallen müssen. Sagen, alte Bäume hier unten noch rumstehen, lassen wir einfach so stehen und beachten nicht weiter. Wir werden da unten eh wahrscheinlich nie wieder reingehen und dementsprechend können wir das dann auch so aussehen lassen. Also ich hätte zumindest nicht vor, da unten irgendwas reinzubauen. Dafür sind einfach die Wände auch etwas sehr steil. Also die Also das Dach meine ich jetzt. Vor allem mit einer anderen Konstruktion. Also mit flacheren Treppen, das geht ja auch. Sieht dann aber meiner Meinung nach nicht so schön aus. Könnte man natürlich hier unten eine richtig schöne Halle bauen eigentlich. Aber das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich die Konstruktion, die ist ja sehr praktisch. Aber ich mag diese steileren Wände ehrlich gesagt lieb. Also lieb, weil man einfach die Bewässerung dann nicht sieht und die Felder so breit machen kann, wie man will. Das ist halt das Coole. Aber bei anderen bist du auf maximal 8 breite Felder beschränkt. Und das ist ein bisschen wenig. Finde ich. Deswegen bin bei den 24er Feldern eigentlich relativ glücklich. Ich mag die. Ich bin wahrscheinlich auch der Einzige, der diese Größe bevorzugt, weil sie eigentlich sehr unpraktisch ist. Also am einfachsten wäre eine Rares, wenn man sieht. So stacken könnte automatisch, dass man die Anzahl dritteln kann. Weil dann wird es sinnvoll aufgehen. Und so hat man aber halt pro
pro Reihe des Feldes, also pro Ebene, ein Stack und 8. Das kann man dann theoretisch mit der Gesamthöhe des Feldes aber auch trotzdem noch so hinwursteln, dass man im Endeffekt mit einer genauen Anzahl an Samen hochrennen muss und die dann auch exakt los wird. Also es gibt schon Tricks. Wenn man jetzt auch bei diesem Feld hinbekommt. Aber ich weiß nicht, ob ich das. Das habe ich jetzt nicht mit eingeplant. Vielleicht ist ja doch Zufall so. Ja, sein. Wenn nicht das erste, ich meine, es ist auch schon ein guter Zufall, dass ich da vorne nicht mal in den Berg reinkomme. Obwohl ich eigentlich fest davon ausgegangen bin. Gefällt mir aber ganz gut, dass ich das nicht muss. So. Falsch gesetzt. Ich bin ein immer komischer Mensch. Warum mache ich sowas? Leider nicht. Okay, vielleicht holte ich den Wald da unten doch mal ab. Das ist also halt das Mögliche, dass ich das mal tue. Wenn ich mal eine Baumfarm brauche, wird es sowieso eng. Aber wo soll ich den hier sinnvoll machen? Das Wichtigste, wenn man nämlich hier so spielt, gibt es ein paar Sachen, die man grundsätzlich beachten sollte, damit man Spielspaß hat. Nämlich, wenn man auf eine spontane Idee hat, was zu bauen, auch schon in einer Singleplayer-Welt, eigentlich immer einen Vorrat an allem, sage ich jetzt mal, damit das gut geht, weil sonst, ja, tut's mir leid, aber sonst, wow, und nur eine Frage der Zeit, bis das passiert, weil sonst musst du erstmal so, oh, ich habe eine Idee, dafür brauche ich das und das, oh Gott, das muss ich jetzt erst noch holen. Und dann, bis du es dann hast, weiß ich nicht mehr, wie die Idee ist, du hast keine Lust dazu. Deswegen am besten immer grundsätzlich genug von allen Ressourcen haben. Dann passt das. So.